Hallihallo, hier ist wieder Papa Luke und es geht weiter mit The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Ich habe mir jetzt ein bisschen Essen gemacht, wie im letzten Teil angekündigt, und jetzt passen wir gerade mal die Klamotten noch aufeinander an. Sehr schön, bin begeistert. Und jetzt bewegen wir uns mal Richtung Dekubaum. Ich frage mich nur, teleportiere ich mich dahin oder nicht? Und was ein Dreiteufelsnamen ist das hier? Der Eingang zum Feuertempel. Moja. Okay. Ich sollte noch ein bisschen mehr Licht anmachen da unten. Ist ja erschreckend. Gut. Dann war noch der Gedanke, ich brauche mehr Sonanium, damit ich meine Batterie verbessern kann. Kriege ich aber hier oben jetzt auch nicht gerade mal so im Sonderangebot. Was ist denn eigentlich? Wo gucken die alle hin? Ja, immer das Gleiche. Okay. Ah, lass mal gut sein. Irgendwie müssen wir dahin. Ach, guck mal. Da ist so ein kleiner Einstieg. Da ist ein großer. Ich glaube, hier von oben reinzufliegen funktioniert nicht. Aber da müsste der Dekobaum sein. Und ich glaube, so ein Sonanium finde ich nur in ausreichender Anzahl im Untergrund. Macht die Sache nicht leichter. Ach, und schon wieder Regen. Ja, schrecklich. Wir gucken uns das Ganze jetzt aber einfach mal von oben an. Oh, da fliegt ein Drachen, wie nett. Servus. Moment. Das hier sieht zu auffällig aus. Da steht ein Schrein. Hab ich den schon? Den habe ich schon. Den habe ich schon, das kann ich mir sparen. So, wo wollte ich hin? Der Dekobaum müsste eigentlich hier so mittendrin irgendwo rumgammeln, dachte ich. Ich setze jetzt einfach mal die lila Markierung dahin, fliege mal auf die zu und dann werde ich sehen, was passiert. Warum kommt mir die Konstruktion hier so bekannt vor? Habe ich nicht in einem der letzten Teile sowas schon mal gesehen und musste da oben runterspringen? War das hier? Nee, oder? Ach, dass hier aber auch ständig irgendwas sein muss, was mich vom Hauptziel ablenkt. Ist ja gemein. Ich glaube, da machen wir hier noch eine Zwischenlandung. Irgendwann. War extrem knapp. Aber egal. Gut, dann sehen wir mal zu, dass wir hier schnellstmöglich nach oben kommen. Was natürlich wieder nicht funktioniert. Danke dafür. Wie hatte ich das denn gemacht?
Moment mal, beim letzten Mal habe ich mich ganz da hochgewurstelt mit dem Ergebnis, dass ich nach unten muss. Also gucken wir mal, wo wir hier landen. Arschbombe. Nee, Bauchflatscher. Hey. Was nu? Ach, der meldet sich jetzt auch mal zu Wort. Okay. Fee? Sind hier noch ein paar? Das ist wirklich nur eine. Die sammle ich doch direkt ein. Die sind doch lebensrettend. Danke, Dicker. Jetzt hat er mir die Fee verscheucht. Na, immerhin zwei. So, ist hier was drin? Nö. Wahrscheinlich irgendwo ein paar Fische. Wurscht. So, Blick auf die Karte. Da erscheint erstmal nichts. Das bedeutet, dass wir den Kapselspender hier mal aktivieren. So. Ja, Spuck aus. Gut. So, und dann haben wir hier irgendwo noch einen Schrein gesehen gehabt, oder nicht? Hoppla, Ausdauerknolle. Oder gab es hier keinen? Ah ne, den Schrein, den ich gesehen hatte, hatte ich ja schon. Na, ah, vergesst es einfach. Hab nichts gesagt. Dann gehen wir jetzt mal zu dem Konstrukt. Und gucken mal, was das so von sich gibt. Hier startet die Zeremonie. Das haben wir doch irgendwann schon mal gehört, glaube ich. Ja, Tag nutzen, Sturzflug. Ja, ich bin ja bereit. Ah, jetzt eine obligatorische Übungsrunde. Insel der Tapferkeitsprobe. Sehr gut. Diese Insel wunderschön weit oben liegt, versteht sich ja schon fast, dass ich mir da auch mal so ein, hey, nicht so weit, so ein Punkt zum Teleportieren hinsetze. Und jetzt? Alter Schwede. Alter, oh Gott. Was war das für eine Nummer? Da muss ich ja voll langsam machen hier runter.
Ja. Nicht euer Ernst jetzt, oder? Ja, nerv mich nicht, sonst drehe ich dir die Schrauben raus. Mal gucken, ob sich damit besser steuert. Könnte sogar sein. Wenn die sich nicht wegbewegen würden, wäre es ein bisschen einfacher. Geht doch. Oh. Also. Simosi-Wacker-Schrein. Haben diese Namen eigentlich irgendeine Bedeutung? Dass die Wacker-Schreine zum Beispiel alle, keine Ahnung. Nacktes Überleben sind oder sowas? Wie viel habe ich denn überhaupt? 100 und 106. Hätte ich es nur nicht gesagt. Nacktes Überleben verdunkelt. Das kann ja nur übel werden. Aber zumindest habe ich an der Stelle jetzt einen super Punkt zum Schneiden, wenn es noch notwendig wird. Was? Ach du Schreck. Das ist die einzige Waffe, die ich habe. Geht's euch noch gut? Ach du Schande. Okay, jetzt habe ich schon mal eine Waffe mehr. So, ich habe sogar noch eine Waffe mehr. Welche nehme ich jetzt? Ich nehme den hier, der ist noch frisch und unverbraucht. Ah, jetzt. Mal das. Das heißt, ich muss jetzt im Dunkeln hier rumrennen, Konstrukte suchen. Ich glaub's ja nicht. Und er kann sich nicht mal drehen, wenn er das Ding in der Hand hat. Na toll.
Na komm, greif mich an. So nicht. Schilde halten extrem kurz. Was? Schildtasche ist voll. Okay. Ich jetzt gerade drauf gemacht habe. Dem fragen wir gar nicht lange, was die hier macht. Hey, du wirst mich nicht abfackeln, das fällt mir ein. Nein, ich wollte die Rodonie doch einsammeln. Mist. Naja gut, vielleicht machen sie jetzt wenigstens Licht an. Also, es sind nur drei Stück, das ist relativ leicht. So, die ganzen guten Sachen sind jetzt natürlich weg. Also wenn ihr ganz cool sein wollt, dann rennt ihr erst einmal im Kreis und sammelt die ganzen Rodonit ein. Wo war denn jetzt der Ausgang? Da? Ja. Wäre natürlich noch richtig gemein, da drin im Dunkeln jetzt noch eine Kiste zu verstecken. Eine Leuchtmedizin in der Spitze. Jo, hab aber alle Schreine. Sehr schön. So, jetzt dürfen wir nur das eigentliche Ziel, den Dekobaum, nicht aus den Augen verlieren. Oh, auch noch ein Schrein und es gibt wieder ein extra Herz. Knapp aber die Hälfte haben wir ja schon. So langsam werden wir wehrhaft. So, den Schrein haben wir, das ist gut. Wo war denn der... Wo war unser blecherner Freund geblieben? Da unten, oder? Ja, da. So, was gut gemacht? Ja. Jetzt bin ich gespannt, ob ich es diesmal hinkriege.
35 Sekunden. Könnte ich schaffen. Könnte. Ja, das war nicht so schlecht. Nicht wirklich gut, aber es hat gereicht. Ah, Aero-Beinschutz. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich überlegt, wenn ich es schneller mache, ob ich dann noch was kriege, aber das scheint gar nicht so zu stimmen. Ich habe eher den Eindruck, das sind drei verschiedene Plätze, an denen ich diese Übung hier machen muss. Und dann habe ich so eine komplette Flugausrüstung. Warum? Ich will doch gar nicht. Habe ich ja gedrückt? Ach, pfeif drauf. Alter. Nein. 16 sind zu langsam. Mist. Nee, lass mal. Okay. Aber wir sehen, ich werde besser. Und hätte ich dann noch die andere Ausrüstung angezogen, hätte es vielleicht gereicht. Was soll's. Wir wollen aber immer noch, dem Grunde nach, zum Dekubaum. Weil wir vorher mal noch gucken, was da drin ist, oder? Ach, nur Kisten. Habe ich irgendwelches Schrottwerkzeug? Ja, das hier zum Beispiel. Damit können wir es zacken. Hä? Oh, ein ganzer Holzpfeil, übertreibt's nicht. Oh, du lieber Himmel. Ein bisschen witzlos. So. Ja, aber ganz stark davon aus, dass wir jetzt nicht senkrecht hier runterklatschen können. Ich meine, ich sehe da zwar... Oh, oh. Ich sehe da einen Schrein. Das probieren wir jetzt. Bis jetzt sieht sogar gut aus. Das geht? Es geht nicht. Ich war doch schon im Wald der Crocs. Wie fies war das denn? Tja. Muss ich an einer anderen Stelle landen? Ich weiß es nicht. Ich habe da eine ganz andere Befürchtung. Nämlich die, dass ich da von unten irgendwie rein muss. Unabhängig davon, probieren wir jetzt mal den ursprünglichen Weg. Und fliegen mal an diesen... Super, Wald der Crocs markiert, obwohl ich noch nicht mal drin war. So, jetzt... nehmen wir mal den ursprünglichen Weg aus BOTW. Sprich, wir probieren mal zu Fuß da rein zu latschen.
Wo ist denn der Rand von dem ganzen Glibber hier? Sag mal, so weit sah das doch gar nicht aus. Warum fliegt der immer so ewig? So, das könnte doch passen hier. Upsi. Hey, ich will hier raus. Aha. Daneben brennt ein Feuer, da könnte jemand sein, der mir einen Tipp geben kann. Denkst du, von wegen Feuer. Ist zwar orange, aber... Moment mal. Hat mir gerade Tulin die Ballons runtergeholt? Ist ja geil, den Typ mag ich. Aber ich hatte zweimal so ein Zack, Zack gehört. Ich glaube, das war Tulin. Der ist super. So, jetzt bin ich aber so nass wie vorher. Ah, hier. Hier ist der eigentliche Eingang zu diesem Wald. Was heißt, diese grüne Markierung machen wir schon mal weg. Moment. Da ist der Weg. Da musste man früher reinlatschen. Verlorene Wälder. Ja, ich komme mir auch gerade verloren vor. So viel zu dem Thema, das ist der alte Weg. Okay. Hier machst du keinen Schritt. Ja, ist ja gut jetzt. Es gibt doch keinerlei Hinweis, außer einen recht deutlichen Hinweis auf den Blutmond. Ah, geh weg. Wenn das Blut. Na, haben wir es jetzt? Okay. Im BOTW gab es hier einen Weg, zumindest ein Stück weit, der mit Fackeln gekennzeichnet war. Ach so, ich wundere mich gerade, warum das so schön funktioniert. Ich laufe raus. Boah. Okay, egal wo ich einen Schritt hin mache, die schmeißen mich direkt raus. Ist ja schrecklich. Gut, von oben geht's nicht. Also vom Himmel aus. Vom normalen Boden aus geht's auch nicht. Also ahne ich, was ich machen muss. Ich muss durch den Untergrund marschieren. Ausgerechnet ich. Der ehrlich gesagt immer noch Schiss vor dem Untergrund hat. Hier war doch irgendwo so ein... Genau, so ein Ding. So ein garstiges Loch. Was man natürlich machen könnte, soll ich mir das hier markieren? Eigentlich nicht.
Und zwar war der Gedanke, wenn ich da hingehe, dann kann ich mir Licht unten drunter anmachen, aber ich will ja hier hoch. Also gehe ich lieber am besten gleich in die Richtung. Schade, dass man hier keine Ställe mehr sieht. Ach, Ställe, Quatsch. Schreine. Die hätte ich mir vielleicht im Anflug markieren müssen oder so. Ach, lass mich so, du Baum. Diesen komischen Baum, den strafen wir durch Nichtbeachtung. So, und ich springe jetzt in das Loch rein. Mach mir einfach mal hier eine Markierung hin. Die grüne, genau. Und versuch dann direkt, soweit es geht, das Abgrund im Tiloriwald. Ich versuche jetzt da reinzufliegen und dann möglichst früh den Gleiter aufzumachen, einfach in Richtung von dieser grünen Markierung zu fliegen. Quasi so. Das sieht nicht gut aus. Was zur Hölle? Vergessen wir das einfach. Landen wir einfach mal hier. Mein Plan war übrig, war eigentlich über den ganzen Mist hier drüber zu fliegen. Oh, sehr schön. Ja. Moment, dann machen wir doch hier mal noch mal was anders. Wir holen die Markierung hier noch mal weg, oder? Nee, ich denke gerade zu viel und zu laut. Also das hier sieht nach Wurzel aus. Zack, Markierung. Uff. Nee, das kann nicht stimmen. Das klappt ja gerade überhaupt nicht. Was soll das? Hebt mich doch einfach hinten rum an. Brandgefahr auch noch, danke. Hoffentlich reicht das Ding. Hä? Habe ich noch was da dagegen? Okay, jetzt haben wir ein Problem. Ich kann mich da unten nicht bewegen. Jetzt kann mir eigentlich nur noch eine Brandschutzmedizin helfen. Oder wenn das nicht geht, dann muss ich wohl zuerst nochmal nach Goronia. Sowas Dämliches. Das hält mich ja alles viel länger auf, als ich wollte. Hoffentlich bin ich überhaupt richtig. Goronia? Goronia. Ach so. Hier gibt es ja kein Tulin. Das lerne ich nicht mehr. Wie, ich habe nur 625 Rubine? Och, das ist nicht euer Ernst. 1400 und ich brauche 2600. Na super. Mahlzeit. Mm-hmm.
Da haben wir doch was zum Verhökern. Aber nicht wirklich viel. Dann nehmen wir davon einfach mal 10 Stück. So, das gibt schon mal 300. So, dann... Ja, nehmen wir davon noch 5. Und davon nehmen wir einfach 10 fertig aus. Auf jeden Fall reicht es jetzt für einen Teil. So. Mit etwas Glück habe ich da noch irgendwas, das ich verhökern kann. Habe ich irgendwelche doppelten Klamotten zum Beispiel? Nee, habe ich natürlich keine, oder? Nee. Nee, sieht nicht so aus. Ja, dann bleiben mir eigentlich nur noch ein paar Edelsteine. Ja, mal gucken. Dann probieren wir wirklich die Feuerausrüstung mal vollständig zu kriegen. Ja, laber nicht so viel. Gebe ich ja ungern her, die Dinger. Hey. So, jetzt ist die Rüstung auf jeden Fall komplett. Gut. Gehen wir nochmal nach unten gucken. Zumindest eine Wurzel werden wir wohl noch ankriegen heute. Jetzt muss ich das Loch noch mal finden. Ah, da hinten, das war's. Heute ist wirklich ein bescheidener Tag, muss ich euch sagen. So zwischendurch. Aber ich bin immer noch im Urlaub. Und immer noch krank. Und es wird nicht besser. Ich war jetzt nochmal beim Doc. Der hat mich mal gleich für eine anderthalbe Woche jetzt krank geschrieben. Nochmal. Also insgesamt bin ich dann bei 2. Auch eine Methode, sich selbst den Urlaub zu versauen. Einfach mal krank werden. Ich meine, das war ja schon so geplant, dass ich ein bisschen auch in Anführungszeichen drin sitze und ein paar Videos aufnehme, aber dass ich dem Grunde nach gar nichts machen kann, das nervt ohne Ende. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wenigstens war gegenüber noch ein Flohmarkt. Und ich konnte wenigstens mal rüberlaufen. Bin ja nicht totsterbenskrank, sondern nur normal krank.
Und da gab es dann wenigstens noch was für meine Wii U-Sammlung. Und zwar zum einen habe ich mir Lego City Undercover gegönnt. In der Hoffnung, dass ich das jetzt nicht versehentlich doppelt habe. Da bin ich mir nämlich gerade gar nicht mehr so sicher, aber mein Gott, was soll's. Und mir hat die ganze Zeit noch Donkey Kong Country Tropical Freeze gefehlt. Nicht, dass ich das bei meinem Talent hinkriegen würde, aber... Warum kann ich den Vogel jetzt nicht fotografieren? Da habe ich schon, okay. Ja, nicht, dass ich das bei meinem Talent ernsthaft spielen könnte, aber es gehört irgendwie dazu, wenn man schon die wichtigsten Titel sammeln will. So. Hab ich was am Schwimmer? Da hinten war doch vorhin. Eine Wurzel. Mist. Jetzt bin ich gespannt, wo ich lande. Am besten lande ich mal hier, da scheint kein Miasma zu sein. Hein der Cox. Kerl, komm du mal. Hallo. Hier geblieben, habe ich gesagt. Genau. Och nee, euch habe ich aber nicht bestellt. Ah ja, super, toll. Super, so langsam wie der ist, was soll ich machen? Hallo. Ganz tolle Nummer. Ehrlich, ich finde es ein bisschen übertrieben. Ich komme ja da unten an nichts ran. Ich dachte, ich kann den Roboter da durchlatschen. Denk nicht dran. Geht nicht. Und eigentlich wollte ich mich jetzt noch rumdrehen, den Bogen ziehen. Wollte eigentlich noch mal 2 Meter Abstand zwischen mich und die Grabschwände kriegen, aber die sind viel schneller wie ich. Also dem Spiel ist Link, glaube ich, wirklich für fast alles zu langsam. Mist. Aber nichtsdestotrotz. Diese Markierung wird entfernt. Und dann springen wir gerade nochmal in das Loch rein, wenn wir es nochmal finden. Wo bin ich denn? Da oben. So. Da muss ich halt in eine andere Richtung gehen, wenn da so eine Grabschand ist. Weil dem kommt man ja irgendwie gar nicht bei. Das ist, glaube ich, so mit der mieseste Gegner überhaupt in dem ganzen Spiel. Und warum laufe ich eigentlich voll in die falsche Richtung? Ja, Quelle, ich weiß. Du fehlst mir gerade noch hier. So, Ruhe. Irgendwie läuft das gerade überhaupt nicht gut.
Aber ich will jetzt noch eine Wurzel, verdammt nochmal. Irgendwie muss ich da noch vorankommen. So. Da sind Wurzeln. Oha. Auf ein neues. Mal gucken, wie nah ich an das Ding rankomme. Aber die Methode direkt. Was ist denn jetzt? Hallo? An was hänge ich denn hier? Und warum sehe ich nichts mehr? Hallo? Was? Wie? Wo bin ich denn eben hängen geblieben? Ich hänge direkt unter der Decke. Oder? Und das da unten rechts, das muss ich auch nicht persönlich besuchen heute. Gut. Ah, so, was wollte ich gerade sagen? Direkt, wenn man in so ein Loch reinfällt, dann unter der Decke oder möglichst hoch über dem Boden weiter zu fliegen, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Weil es hat funktioniert. Plop. Akavamitwurzel, was weiß ich. Ja. Damit haben wir es zumindest mal bis in den Untergrund geschafft. Ja, mach jetzt Licht an. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier kleben geblieben war. Ach, als ob man hier was sehen würde an der Decke. Ach, anscheinend bin ich an dem Ding da hängen geblieben, ha? Huh? Kann das sein? Wo bin ich überhaupt? In der völlig falschen Richtung, na Glückwunsch. Oh Mist. Voll verflogen, egal. Muss ich aber mal gucken, was ist denn das für eine Wurzel? Das ist hier das Ding. Ja gut, jetzt sind wir hier, jetzt machen wir so. Beziehungsweise, ich glaube, die machen wir eher im nächsten Teil, beziehungsweise im übernächsten oder irgendwann, keine Ahnung. Die scheint aber eine ganze Ecke höher zu sein. Habe ich dich bestellt? Lass mich in Ruhe. Du bist hässlich. Hitzkopf. Will der mir jetzt wirklich auf den Geist gehen hier? Ups, der holt sich aber schnell. Und schnell drehen kann er sich auch. Jedenfalls schneller, als ich laufen kann. Damit gibt es jetzt auch, mein Freund. Alter, wie schnell ist denn der? Was soll das denn? Wie soll ich denn auf den draufklettern können? Hallo?
Oh, bis dahin sah es ganz gut aus. Warum klettert er da wieder nicht hoch, sondern springt wieder zur Seite weg? Ich weiß es nicht. So. Nervst du mich nochmal? Mein lieber Freund. So, jetzt bräuchten wir noch irgendeine vernünftige Waffe, wo wir was dran machen. Haben wir aber keine. Dann nehmen wir eben die hier. Oh ja. Warum nicht, ne? Dieses Ding hier wäre ja ganz sinnvoll, wenn es die passenden Ballon dazu gäbe. Aber entweder habe ich voll was an den Augen oder hier ist keiner. Mal so ein Blödsinn. Egal. Auf jeden Fall ist ein guter Punkt zum Abspeichern. Das heißt, ich werde jetzt hier Schluss machen. Der Teil ist lang genug. Und in der nächsten Folge versuche ich dann wirklich jetzt mal unter den Wald der Crocs zu kommen. Und möglichst von da irgendwie zum Dekobaum. Kann nur kompliziert werden. Oh Mann, das ist komplizierter, als ich dachte. Gut. Insofern, wir sehen uns beim nächsten Mal und ihr wisst ja, Kanal abonnieren, Videos kommentieren, Glocke aktivieren und Leben genießen. Bis dann, tschüss!